Hallo und herzlich willkommen zurück bei Star Wars The Old Republic. Wir haben noch zwei Quests offen, die können wir jetzt abgeben. Und wir haben in der letzten Folge ja diesen Master da geschlagen. Ich weiß jetzt nicht, wie hieß er nochmal? Kress hieß er, ne? Crack oder so, glaube ich. Crack. Weiß ich. Der ist doch wirklich so. Jedenfalls haben wir den schön weggeschnetzelt. Und weiter geht's. Bam! Die haben aber was drauf, die Bestien schlechter. So. Auf jeden Fall. So. Ich bin bald, wenn das so weitergeht, Level 14. Ja, manche fliegen mit dem Gleiter rüber. Wir kämpfen uns hier einfach durch. Die richtige Sith Lords. Zack. Gleiter, so für Pussys. Sagte Bronson, wünscht es die ganze Zeit einen Gleiter. So, weiter geht's. Ja, einen eigenen Gleiter. Gleitgel kannst du haben, wenn du willst. So. Du. Mächtiger und mächtiger werden wir, Leute. Wo müssen wir jetzt hin? Jetzt müssen wir. Achso. Man kann ja mal sagen, wir suchten das Spiel jetzt schon seit 3-4 Tagen, ey. Das ist schon der Wahnsinn. Echt ein Suchtspiel, wenn man einmal drin ist. Ja. Typisch für MMOs. Aber vor allem zu dritt macht das ja auch voll Bock, so, weißt du? Ja, klar. Alleine ist das langweilig. Ja, nicht unbedingt, sowas aber alleine auch nie spielen. Ist halt sehr mühsam, ne? Mhm. Das ist diese Langzeitmotivation halt, ne? Boah, was ist das denn für einer? Hautreißer. Freut ihr euch schon auf Car City? Ja. Car City! Auf den guten alten Darth Barras. Beim Bronze ist ja jemand anderes. Oder hast du auch das Barras? Nee, ich hab so eine. So ein Sith Lord, so eine Frau. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Warte mal. Lord Sash, glaube ich. Lord Sash? Ja, genau, Lord Sash. Wir müssen hier hoch. Lord Sash. Lord Sashki! Nee, warte, hier müssen wir nicht lang. Wir müssen hier eine weiter, genau. Aber mir müssen wir hier hoch. Doch, wir müssen hier lang. Nee, da ist Ende. Wir müssen hier die Straße links und dann. Ah, da können wir auch. Ah, warte mal, hier kann man was plündern. Nee, das ist wirklich. Warte Ende. Mal. Also, Dennis steht schon richtig. Kann hier was plündern, warte mal. Wo war das? Hier. Ich meine, du musst den Droiden ausschalten. Genau, Curry einmal mal durchlaufen, hier zu uns rüberkommen. Warte mal, kurz bitte auf euch. Auf mich? Achso. Warte mal, ich plündere hier gerade mal. Was? Ein Schrotthaufen. Ja, das mache ich auch gerade. Also gleich. Deine Fähigkeit bei liegt bei mir auch hier. Was habe ich denn bekommen jetzt? Dash habe ich bekommen. Oh. Boah, bei uns, was ist denn bei dir los? Auf einmal waren da 3-4. Keine Sorge, ich bin nur betäubt. So. Mann, greift doch keine Frau an. Guck mal, wie ich hier liege, so tot. So, der Bronze liegt tot. Irgendwo hier matschig. Regungslos. Guck mal. Aber Hauptsache meine Macht funktioniert noch. Kann ich nicht wiederbeleben, Alter. Hä? Es dauert noch 10 Minuten. Medizinische Sonde rufen. Okay, weiter geht die Reise. Der Bronze ist Ball eigentlich jetzt hier. Ah, nein! Genau, wir müssen hier hoch. Bin fast da. Das wird knapp. Oh. Curry, komm. Mach jetzt keinen Scheiß. Boah, Alter. Ja, am besten bei der Straße bleiben. Ja, ich versuch das ja. Ich muss euch ja erstmal einholen, Leute. Okay, warten wir mal eben hier. Wir haben hier keine Chance alleine. So, ich muss mich eben heilen. Warte kurz. Zack. Dankeschön. Das ist lieb von dir, dass du das tust. So geht's schneller. So. Da hinten steht schon der Mafuyu rum. Ich kämpfe mal hier durch, bis ihr Trödelheini da hinten fertig seid. Trödelheini, sagt er, weißt du. Abstauber. Ja, natürlich. Oh, hier ist die Trödelheini ist halt, ne? Ja, oh, hier. Kommt er wie gerufen. So. Ich beginne. Endlich.
Jemand, der auch der in Bronze. Einer Krise einen kühlen Kopf bewahren kann. Redbeard. Aufständische Sklaven haben mein Team im Dschungel überfallen. Sie haben Waffen und Vorräte gestohlen. Und als ob das nicht genug wäre, haben sie auch Bauteile aus unseren Türmen geplündert. Ohne diese Komponenten baut sich in einem der Blitztürme eine gefährliche Menge an Energie auf. Er wird halb Car City zerstören, wenn er explodiert. Was ist ein Blitzturm? Sie versorgen Car City mit Energie, indem sie Blitze nutzbar machen. Praktische Technologie, von der wir nie gedacht hätten, dass sie einmal unser Ende sein würde. Die meisten meiner Leute sind geflohen. Einige haben versucht, die Turmteile zurückzuholen, aber die Rebellen haben sie erledigt. Ich bin als Verstärkung zurückgekommen. Wir müssen die Komponenten wieder beschaffen, die die Rebellen gestohlen haben, und diesen Blitzturm wieder ans Netz bringen. Wenn wir nicht bald handeln, wird es kritisch. Der Rebellenabschaum wird sich wünschen, die Blitztürme niemals angerührt zu haben. Ausgezeichnet. Dann warte ich noch etwas, bevor ich Alarm gebe. Die Rebellen haben ihr Lager am Fluss aufgeschlagen. Schießt sie nieder, nehmt ihnen die gestohlenen Komponenten ab und baut sie wieder in den Turm ein. Wenn der Fluss sich vom Rebellenblut rot färbt, lasse ich einen Bonus springen. Okay, wir haben alles nichts. Klar. Also wir sollen. Oh, hier kann ich wieder was plündern. Hä? Achso, weil du jetzt diesen Dings hast, ne? Ja, das kann ich auch machen. Okay. Ich mach mit. Ich muss erst hier den Kollegen umbringen. Und wieder Quarz erhalten. Okay, also, wo ist denn? Ah, da müssen wir wieder ein Stück zurück, okay. Ja. Um diese Quest hier zu absorbieren. So, da kommen wir mit Level 14, wie es aussieht nach Car City, das ist gut. Genau, dann müssen wir hier nochmal zurück. Und dann müssen wir da hoch. Guck mal, da oben ist er schon, oder? Der Turm. Aber wie kommen wir da hin? Wie kommen wir denn da hin? Alter, müssen wir einmal außen rumlaufen wahrscheinlich, oder? Ja, vielleicht hier rum, oder? Rechts rum, oder? Denke ich mal. Hey, meinst du links, hier, oder nicht? Meinst du? Warte mal, ich guck gerade hier vielleicht irgendwie rum und dann da hinten. Klar, da ist auch der Turm. Ja. Ist doch richtig, oder nicht? Ja. Zwei Türme sind das. Ach nee, das sind sogar drei Türme. Guck mal, jetzt hier links. Oh, Angriff. Haben wir uns die meint hier. Haben wir was gedroppt? Ja. Okay. Ach, sogar einen Turmkonsensator. Wie viel brauchen wir denn davon? Ah, haben wir jetzt schon. Jetzt brauchen wir noch einen Modulator. Drei Sachen brauchen wir. Hm. Aber wo sind denn die Türme hier? Ah, warte mal. Hier ist ein Turm, da gehe ich schon mal hin. Okay, repariere den Blitzturm. Jetzt mittlerweile so braucht ihr denn noch, bis ihr Level 14 seid? Oh, ich brauche noch ein Stück. Drei Viertel. Ah, warte mal. So. Der Blitzturm ist da unten, ne? Ja, ich gehe da gerade hin. Mach dir einen anderen. Müssen wir nicht denselben alle machen? Ja. Ah, echt müssen wir das alle. Ich dachte, das ist glaube ich schon. Da steht da, wir reparieren den Blitzturm. Ja. Das reicht auch, wenn wir in der Nähe sind und du das machst. Hallo! Das denke ich auch. So, dann zum nächsten Blitzturm. Ah, wir müssen wieder zu ihm zurück, okay. Das sind aber Viecher hier, ey. Die sind nicht ohne. Wieder was. Ja. Was ist der denn? Achso, das ist nur Beute. Sehr schön. Okay, dann gehen wir mal zurück, ne? Ja. Das war schon. Wo läufst du denn hin? Achso. Eine kleine Side-Mission, die wir mal am Rande machen. Ja, wir haben jetzt zwei Missionen zum Abgeben wieder, ne? Ja, sehr gut. Ja, und dann sind wir auch, glaube ich, in der City. Guck mal, da hinten ist schon die Festung. So. Das Baras vermisst uns wahrscheinlich schon, solange wir unterwegs sind. Ja, klar. Lord Sash vermisst mich auch schon. Ich glaube, die hat ein Auge auf mich geworfen. Meinst du? Ach, klar. Wie er sich wünscht. Aber ich finde meinen Charakter finde ich relativ cool. Der ist immer so, so spottisch irgendwie, ne? Mhm. Inquisitor halt.
Ihr könnt euch entspannen. Ich habe die Turmkomponenten ersetzt. Ich war kurz davor, den Evakuierungsbefehl für die Stadt zu erteilen. Gut gemacht. Die aufständischen Sklaven werden es sich in Zukunft zweimal überlegen, sich an imperialem Eigentum zu vergreifen. So, kein Problem, sehr schön, Leute. Mit. Ach guck mal, wir haben eine neue Modifikation für das Schwert, Leute. Super. Ich habe mir die Auszeichnung mitgenommen. Ihr müsst auch die Auszeichnungen sammeln, die sind sehr wichtig. Echt? Mhm. Kann man da die dann... Da bezahlt ihr auf Raumstationen und so mit. Wo werden denn die Auszeichnungen angezeigt? Im Inventar, glaube ich, oder? Oh, mein Inventar ist wieder bräuchten voll. Ich muss jetzt hier in Car City erstmal zum Shop. 17 von 1000. Hier ist ein Terminal, glaube ich. Ah, hier ist ein Taxi auf jeden Fall. Ne, das ist ein Sanitätsruide, kein Taxi. Den okay. Kann die Punkte aktivieren, ne? So, genau. Wo sind die denn? Hier ist einer. Hier ist das Taxi. Noch aktivieren. Achso, bei euch da hinten, genau. Da seht ihr mal, wie groß Car City schon alleine ist. Ja. Hier ist dieser Terminal, guck mal. Den brauchen wir auf jeden Fall, dass wir uns seid später... Ja, den habe ich gerade, genau. Einmal hier rum. Dass wir uns hier später herporten können, wenn wir alles fertig haben wieder, weißt du? Ja. Wo ist das Terminal? Hier, guck mal, direkt beim Eingang hier. Ah ja. Super, gut entdeckt. So, ja dann machen wir uns mal auf in die Stadt. Quest hier abgeben. Eine neue Quest abzugeben, liebe Freunde. Mal hier runter. Und da wartet auch schon direkt die nächste Quest auf uns. Hier die erste Quest in der Stadt. Car City. So, müssen wir die Quest denn hier abgeben? Bei dem gleichen hier oder was? Nee. Warte mal. Mhm. Ich laufe mal zu euch. Oh, warte mal, erstmal den Handschuh. Wo gehen wir denn die Quest hier ab? Ich glaube in der Dings, in der Zitadelle oben. Oder? Ja, ich spreche jetzt mal den Kollegen hier an. Achso, warte. Mach ich mit. Dann bin ich doch dabei. Immer gerne. Eine Sekunde eurer Zeit, bitte. Ah, und ihr habt Kollegen. Ja. Unerwartet, aber das ist egal. Beobachter 20, imperialer Geheimdienst. Das muss eine Verwechslung sein. Ich bin mir sicher. Unsere Daten sind sehr genau. Ihr seid neu auf Drom und Kas. Eine einzigartige Gruppe in einer einzigartigen Situation. Ihr müsst einen Mann treffen. Geht, wohin er sagt, und tut, was er verlangt. Es ist nicht gefährlich, aber ihr dürft ihn nicht in Frage stellen. Aha. Machen wir doch mal. Ich habe noch nie Spion gespielt. Sagt mir, wohin ich gehen soll. Der Mann heißt Manda und er ist in einer Kantina. Sagt ihm, dass euch der Lord des Kummers schickt. Viel Glück. Wir werden uns nicht mehr sprechen. Also, der Manda heißt Manda. Das ist der furchteinflößendste so Name, den ich jemals gehört Manda! Habe. Manda! Und malt gerne Manda. Mandala. Der Manda fährt gerne Manda Manda. Sagt ihm, dass euch der Kummer schickt. So, ja, das ist Drom und Kas, also wirklich ein Car City. Car City ist richtig. Der Sternzerstörer. Eindrucksvoll hier, muss ich sagen. Ja. Sieht sehr, sehr krass aus. So, wir können ja erstmal leveln hier, unsere Erfahrungspunkte verbessern. Alter! Auf jeden Fall richtig viele Quests. Hier ist sogar noch eine Mission direkt. Ja, alles annehmen. Und dann besuchen wir den Barras mal. Was haben wir denn hier? Ah, hier ist auch direkt ein Händler, sehr schön. Erstmal jetzt hier, oh, ich gehe direkt in meine falschen Dings rein. So, willst du erstmal zum Händler gehen? Ich will jetzt erstmal meine Skills verbessern und dann gehe ich zum Händler. Und dann gehe ich zu meinem Meister. Okay, wo ist denn hier mein Ausbilder? Warte mal. Ah, hier, auch da. Ich habe wieder zwei neue Sachen gelernt. Wunderbar. Endlich ein würdiger Schüler. Hier gibt es ja Händler. Irgendwo. Hinfort. Ah, super. Gildenregister. Trainiert. Oh, wir können hier eine Gilde gründen, Leute. Nee. Soll ich mit euch teilen? Mach Ruf da! Wo denn? Kostet das Geld? Ah, 5000 Credits. Ich hab 5000. Ich auch. Ja, aber die brauchen wir noch. Ja, stimmt. Können wir hier noch irgendwas machen? Was können wir hier machen? Hallo. Hallo? Lass mal Hallo sagen hier. Draußen ist noch ein Händler. Was ist das denn? Und sonst sind hier noch alles zwei Händler Quests. Hier. Okay, alles klar. Ja, aber die zwei Quests da unten, ne? Ja. Hä? Wo ist denn der Händler? Ah, hier. Warum kann ich denn nicht hier... Achso, das ist der Gildenhändler hier. Ich hab den Namen eingegeben, da steht da, du musst der Gruppenanführer sein, bin ich doch. Aber ich kann nichts machen. Gründungsmitglieder. Könnt ihr die gründen? Oder müssen wir dazu jetzt erstmal raus hier aus der Gruppe? Gib oben den Gildennamen ein und wähle Gründen um eine Gilde mit deinen Gruppen. Kannst du Gründen anklicken? Nee. Also ich geh mal Namen ein, aber kann ich nicht ein.
Ne, ich auch nicht. Die, Ach so, warte, wir müssen, glaube ich, 4 Mitglieder sein, deswegen. Weil da steht nämlich, ein notwendiges Mitglied ist rot. Hm? 4 Stück, glaube ich, brauchen wir. Ja, das ist, nee, das ist, weil die, an, also wir kriegen alle angezeigt, du musst der Gruppenanführer sein, ne? Warte mal, dann mach ich das. Doch, da schon, genau, wir brauchen noch ein Mitglied, Leute. Ja, ist ja klar. Da steht noch ein, also steht in Klammern darunter, notwendiges Mitglied. Okay, dann hat sich das mit der Gilde ja erstmal erledigt. Ich wollte hier noch die Quest annehmen und einen Händler aussuchen. Wollt ihr euch die Munition ansehen? Erstmal hier die Quest annehmen. Quest, ja, fände ich auch gut. Mit dem kleinen dicken Mann, der hier steht. Ah, der hat wirklich einen Bronzebart. Wow. Obwohl nicht wirklich. 7 brutale, blutige Morde. Goldbiert. Und der Mörder läuft weiter frei herum. Aufrechte, gesetzestreue Bürger, ehrliche Diener des Imperators werden abgeschlachtet. Und was tun unsere Sicherheitskräfte? Gar nichts. Ich habe den Mörder selbst gesehen, aber die Behörden meinen, ich hätte keine Beweise. Ich fordere Gerechtigkeit. Warum schreit ihr denn so? Entschuldigt bitte meine Lautstärke. Aber diese Morde müssen gesühnt werden. Vor allem, da es klar ist, wer sie begangen hat. Vor einigen Tagen sah ich einen Kopfgeldjäger, der scheinbar zufällig Leuten folgte und dabei mit einem seltsamen Gerät auf sie zeigte. Die Beschreibungen der Mordopfer passen genau zu den Leuten, denen der Jäger folgte. Er steckt hinter dieser brutalen Mordserie. Ich weiß es. Er darf nicht ungehindert weitermachen. Da bin ich aber froh. Schon seit Tagen versuche ich zu erreichen, dass mir irgendjemand zuhört. Ich bin dem Mörder heute Morgen gefolgt. Dieser Fremdling hat sich in die Mandalorianische Enklave geschlichen. Jemand nannte dort seinen Namen. Rennigan. Dieser Kopfgeldjäger soll erfahren, dass das Imperium nicht tatenlos zusieht, wenn außerplanetarischer Abschaum seine Bürger tötet. Er muss bestraft werden. Okay. Okay, wo ist denn? Müssen wir da wieder... Sprich mit Reinigan. Boden reinigen? Ja, wir müssen den Reinigan reinigen. Wo ist der denn? Okay, dann komm, wir gehen jetzt mal zu unserem Meistern. Das fände ich eine sehr gute Idee, ja. Sprich mit Darth Barras. Okay, dann machen wir das mal. Erstmal. Barras, du kleine. Ja? Nichts. Sag nichts. Ich petze alles nicht, den Meister. Nicht, dass er das hört. Warte mal kurz, ich muss noch irgendwas machen. Curry, warte mal kurz, ich muss noch kurz was machen. Ja, ich stehe doch hier. Curry. Immer mit der Ruhe. Sieht richtig und krass hier aus hier, Curry, mit deinem Anzug. Ja, ne, hier. Jetzt guck mal, meine geilen Stiefel. Ich hab einfach das Feuerwerk nicht angeguckt haben, die alten. Doch, ich hab's gesehen, aber es war nicht so spektakulär. Sag doch was, Mensch. Leck mir da am Stiefel. Meine Stiefel sind neu, willst du Stiefel lecken? Ja. Guck mal hier. Hammer, ja. Alter. Alter, guck mal. Kennt ihr die? Guck mal, wo der drauf sitzt. Kennt ihr den noch aus Episode 3? Ja. Episode 3, ja, nice. Mann, geil. Macht er auch diese Geräusche, wenn er rennt? Hurrak. Wie lautet die müssen wir jetzt? Hier. Wir okay. Müssen mit dem Taxi in die Mitte. Okay. Mitte. In die Mitte, oder was? Okay. Ja. Alles klar. Alter, was für ein Tempel. Gar nicht übertrieben. Nee. Ich schau den mal hier an, damit ich den Taxipunkt freikrieg trotzdem. Wie lautet der Bestimmungsort? Alter, was ist das denn? So, jetzt haben wir schon ein paar mehr Taxipunkte. Rennigan ist links, den gucken wir uns gleich an. Wir gehen jetzt erstmal geradeaus hier durch. Wollen wir zusammen gehen oder geht jeder eben alleine? Ich glaube, du hast ja einen anderen Meister als wir. Genau. Ja, wir müssen woanders hin. Ach, guck mal, hier können wir auch noch mit Lord Krash sprechen und mit Darth Barras. Okay, cool. Also können wir hier auch noch die Quest absolvieren, die wir vorhin angenommen haben. Wollen wir erst mal mit Lord Krass zusammensprechen, weil den habe ich nämlich auch. Ja, ich gehe da gerade hin. Ja, ich gehe da zuerst mal zu ihm. Alles Lord klar. Krass. Hammer, krass. Da ist er. Mein Lord, ich habe Berichte über den Konflikt mit der Republik. Mein Lord. Habe ich die Ehre, mit einigen der Helden zu sprechen, welche die Brentar Star übernommen haben? Ja, was sieht er? Ich kann fliegen, Alter. Also hattet ihr von den republikanischen Truppen, gegen die ihr gekämpft habt? Ein imperialer Soldat ist so viel wert wie 20 oder 30 der republikanischen Schwächlinge. Dann sollte dies ein sehr kurzer Krieg werden. Dann Flügel. Ich danke euch für die ganze Zeit, warum der Brunze Lippenstift drauf hat. Ich muss sie mir ansehen, ehe ich dem Kriegsminister seine Befehle gebe. Die Zeichen der Macht.
Zeichne macht. Okay. Aber jetzt können wir wieder entscheiden aus. Ich nehme mal die Armschienen jetzt mit. Ja, ich will mal zu Lord Barras. Ah, warte mal, was ist denn das hier? Achso, das ist nur. Lord Barras. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Wo sind die Armschienen? Da. Warte, ich will mit zu Lord Barras. Ich geh zu Lord Sash. Was lachst du denn so? Ich will mit Mama! So, jetzt los. Baby, ich komme! Kennt ihr einen großen, hässlichen, dunklen Lord, der zur Hälfte Maschine ist? Er hatte eine Nachricht für euch. Verdammter Skotia! Was plant er schon wieder hinter meinem Rücken und was wollte er von dir? Er wollte dich sicher einschüchtern. Widerliches Monster. Er ist mehr Maschine als Lebewesen und gefährlich mächtig. Er steht mir schon im Weg, seit ich als Schülerin auf Drom und Kars eingetroffen bin. Solange wir Skotias Atem im Nacken spüren, können wir jedenfalls nicht mit der Suche nach Tulak Hords alter Macht beginnen. Dann sollte ihn jemand am Atmen hindern. Genau. Und dieser jemand bist du. Du wirst Skotia für mich töten. Endlich eine Herausforderung, die meiner würdig ist. Gut, das ist genau die richtige Einstellung. Ich darf nicht mit Skotias Tod in Verbindung gebracht werden. Offene Machtkämpfe machen den Rat der Sith nervös. Aber niemand wird glauben, dass ein einfacher Schüler Skotia besiegen kann. Das ist unmöglich. Und genau deshalb wird es funktionieren. Das Unmögliche ist mein Spezialgebiet. So scheint es. Ich habe bereits begonnen, einen Plan zur Vernichtung Darth Skotias zu schmieden. Aber ein paar Puzzleteile fehlen noch. Draußen im Dschungel gab es kürzlich einen Aufstand von einer Gruppe Sklaven. Sie arbeiteten an einer Kolossstatue, die seitdem nicht fertiggestellt wurde. Ich glaube, dass Skotia etwas Wichtiges in der Nähe dieser Statue versteckt hält. Besorge die archäologischen Pläne dieser Gegend von einem der Sklaven und kontaktiere mich dann über den Holokommunikator. Okay. Wir müssen den Frachthafen aufsuchen. So, dann müssen wir in dieser Folge noch mit dem anderen Sith Lord sprechen. Und dann haben wir in dieser Folge wieder ordentlich viele Sachen erledigt. Ich warte mal auf euch. Ich bin fertig. Ich muss ein Relikt besorgen, weil ich jemanden töten muss. Okay. Dann können wir zum Frachthafen und dann das Relikt machen. Dann haben wir nämlich... Unterstützen wir dich ein bisschen. Ja. Genau, schön eins nach dem anderen. Nicht eine Minute zu früh. Dein Zeitgefühl ist makellos. Warte mal auf euch noch. Du hast dich mit der neuen Umgebung. Ist ein bisschen dumm, dass die Wette immer verschwindet, wenn man einen Raum betritt, wenn irgendwo was ist oder so. So. Ja, das ist hier Lord Barras, wa? Nee. Okay. Es fehlt nur der Curry, dann geht's weiter. Ah, da kommt er. Okay. Komme! So. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Wow. Erstmal durch mit Rennigan, sprich mit Manda, begib dich zum Frachthafen B7. Ja, ich sprich jetzt erstmal mit Rennigan. Ja, gucken wir mal, ey. Was hier alles noch passieren würde auf Drohmut. Wo gehst du hin? Wenn du einfach nur den Curry so leise lachen hörst. Ach, da links ist hier Dingens, hier. Rennigan. Rennigan, willkommen! Komm ich schon, wenn wir unser eigenes Raumschiff haben, ey. Das wird auch immer. Ja, am besten. Ja, ich kaufe mir das für 50 Millionen. So ein Sternzerstörer, das wäre schon genau meine Klasse. Wie das so sein muss, so das Ding zu fliegen. Nee, du fliegst es ja nicht selber. Ja, das ist ja eigentlich nur so eine Base praktisch. Ja klar, aber da können halt voll viele Leute mit rein, ne? Ja. Hier ist er. Schweinehund. Ich habe noch eine Fähre zu erreichen. Würdet ihr wohl zur Seite treten?
Wollt ihr vor euren Verbrechen fliehen, Rennigan? Na toll. Ja, Turner. 10 Sekunden später und ich wäre weg von diesem verdammten Planeten gewesen. Ihr habt auf Wrightsing gehört. Großartig. Hör zu. Ich habe niemanden getötet. Ich wurde nur angeheuert, damit ich irgendwelche Bürger markiere. Das ist alles. Dann gebt ihr also zu, dass ihr mit diesen brutalen Morden zu tun habt. Nein. Ich habe nie eines der Opfer angerührt. Meine Auftraggeber haben sie getötet. Ich wurde von einer Gruppe Sith angeheuert, um für sie Spiele zu organisieren. Ich wusste nicht, was das bedeutete, bis sich langsam die Leichen stapelten. Als ich sie darauf ansprach, lachten sie. Sie sagten, Sith hätten von Geburt an das Recht, niedere Geschöpfe zu töten. Für sie ist es wie ein Sport. Das kann kein gutes Ende nehmen. Früher oder später wird jemand Zeuge eines dieser Morde werden. Und dann will ich nicht dabei sein. Ich stecke bis zum Hals drin. Und ich werde von vielen beobachtet, also kann ich nicht einmal weg. Ich brauche Hilfe. Und würde auch dafür bezahlen. Habt ihr Interesse? Ich garantiere für nichts. Ich will nur dieses Problem lösen. Und das geht wohl nur auf 2 Arten. Entweder das Großmaul loswerden, das mit dem Finger auf mich zeigt, oder dieses kranke Spiel der Sith beenden. Ich werde den Mann töten, der mich geschickt hat. Ich mochte ihn sowieso nie. Armer Abschaum. Hätte sich um seine Angelegenheiten kümmern sollen. Ihr nehmt das und markiert damit dieses vorlaute Miststück. Er wird das neue Ziel meiner Auftraggeber. Wenn ihr fertig seid, kommt hierher zurück. Ich werde eure Bezahlung bereithalten. Sehr gut. Aber ihr mal gespannt. Ja, ist echt. Ja. Und das, liebe Freunde, seht ihr in der nächsten Folge von Star Wars The Old Republic. Ja, vielen super. Dank fürs Zusehen und wir reisen jetzt mal. Bis dahin, habt einen schönen Tag und möge die Macht mit euch sein. Ciao.